Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. 2. In diesem Part wollen wir Welt 5, die Wolken-Gebirgswelt, wenn auch nur ein Level gebirgsweltmäßig war, abschließen. Und das Ganze machen wir mit dem Schloss von Welt 5. It's a go time. Und da kommen wir am besten gleich mal zur Challenge, die erkläre ich am besten hier am Anfang. Die hat 4 Sterne, ihr dürft keine Power-Ups benutzen und ihr müsst folgendes Kunststück hinkriegen. Und ja, es geht eigentlich. Und zwar, dass ihr bei jedem sich bewegenden Gitter, also bei dem zum Beispiel, nicht bei den stationären, die 10 Liter zu, sondern bei den sich beweglichen, dass ihr dort bei jedem genau 10 Mal die Position wechselt. So. Es gab ja schon mal sowas ähnliches, wo man auch 10-mal ein Gitter schlagen musste. Das war dann im Turm, aber ich will es noch kurz mehr Zeit nehmen, das hier jetzt genauer zu erklären, weil es nämlich ein bisschen anders. Denn wenn ihr gerade hingehört habt, habe ich Betonung auf das Wort genau gelegt. Denn hier ist es nicht so, damals war es ja mindestens 10-mal. Hier müsst ihr jetzt genau 10-mal die Position wechseln. Und ganz, ganz wichtig, die Position wechseln ist nicht gleich schlagen. Denn ich habe nicht gesagt, dass ihr jedes bewegliche Gitter genau 10-mal schlagen müsst. Das ist nämlich ein Unterschied. Man kann es nämlich schaffen, das Gitter so schnell hintereinander zu schlagen, dass es gar nicht als doppelte Positionswechsel zählt. Ich kann nämlich hier so... Warte mal. Moment. Hier sowas machen, habt ihr gesehen? Jetzt habe ich 2-mal geschlagen, aber das Gitter hat nur 1-mal die Position gewechselt. Und das darf eben auch nicht unbedingt passieren. Sondern ihr müsst es eben schaffen, dass jedes sich bewegliche Gitter genau 10-mal, dass sich da die Position ändert. Okay? Das heißt zum Beispiel auch, dass ihr am Anfang ein bisschen mehr Probleme haben werdet, weil das Gitter ist nämlich von Anfang an, ja, unten. Und wenn ihr genau 10-mal schlagt, also ich mache es mal kurz vor, 4, 6, 8... 10, wird es danach wieder unten sein und dann müsst ihr jetzt aber trotzdem hier irgendwie dann nach oben, was dann auch schon gar nicht so einfach ist, aber es geht eigentlich noch. Da gibt es andere Stellen, die ja vielleicht ein bisschen schwieriger sein könnten. Und das müsst ihr eben bei jedem von diesen sich auf den Schienen bewegenden Gitter machen. Ich hätte es gerade nochmal besser formulieren können übrigens, weil diese Gitter hier, das bewegt sich ja auch, aber das zählt nicht dazu. Es zählen nur die Gitter dazu, die auf so einer Schiene entlang fahren und die man halt durchschlagen ihre Position ändern lassen kann. Also ne, dieses sich bewegende Gitter zählt nicht dazu, habe ich gerade eben ein bisschen schlecht erklärt, aber eben die zählen halt schon dazu. Ne? Und da eben bei jedem genau, nicht mindestens, sondern genau 10-mal die Position wechseln lassen. Auch nicht 10-mal schlagen, sondern 10-mal die Position wechseln lassen. Und zwar genau. Okay? Habe jetzt häufig genug gesagt, es dürfte, glaube ich, bei jedem von euch angekommen sein. So, ihr wisst ja, ich mache das immer gerne etwas überausführlich, die Erklärungen in der Challenges. Und will das auch immer anhand von Beispielen euch präsentieren, dass auch wirklich jeder halt genau versteht, was denn eigentlich Sache ist und was man eigentlich tun muss. Ich werde das wirklich mal ganz genau machen. Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen nervt, wenn ich dann alles 5-mal erkläre. Aber lieber so, dass es wirklich jeder versteht, als wenn es dann einer halt nicht versteht. Ne? Okay. So, erstes Starcoin haben wir schon. Ihr seht schon, das Prinzip von dem Level basiert eben auf diesen sich bewegenden Gittern, die immer die Position wechseln. Und natürlich habe ich dann da auch wieder mit der Challenge mir was einfallen lassen wollen. Und das habe ich auch geschafft. Ist eine ganz coole Challenge, finde ich. Hat eben 4 Sterne. Also nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwierig. Also ist eigentlich ganz cool, finde ich. So, und die kann man jetzt auf verschiedene Arten und Weisen bekommen. Ja gut, mit dem Koopa wird es schwierig, weil ich kann die ja nicht kriegen, weil die dann in die Lava fallen. Werden. Was zum... Was war das denn jetzt? Ich bin doch auf den draufgesprungen. Hä? Also Koopas oder Gegner, die ja an den Gittern entlang kraxeln, sind nicht unbesiegbar. Auf die kann man draufspringen. Da wette ich alles mit euch. Natürlich. Was war das denn jetzt gerade eben? Bin ich irgendwie... Hä? Was ist das denn für ein Käse? Seht ihr das? Okay, da ist irgendwie auch so ein Mini-Bug-Glitch oder so. Weil irgendwie passiert es manchmal, obwohl ich habe den gerade... Also gerade eben... war es vielleicht so ein bisschen schief. Aber jetzt, in dem Versuch hier, vor ein paar Sekunden, da bin ich ja wirklich komplett von oben auf den drauf gesprungen. Also auch kein bisschen schief oder so. Aber dennoch galt es als Treffer für ihn. Okay. Ja, da haben sie auch irgendwie ein bisschen geschlampt, weil das sollte so nicht sein, dass man da getroffen werden kann, aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich aber sowas von eindeutig auf seinen Kopf drauf gesprungen bin. Also, was zum... Ne, ehrlich, also da bin ich jetzt gerade ein bisschen sehr perplex auch. Aber das habe ich auch noch nie erlebt, sowas. Aber mal nochmal. Ja, das war jetzt sogar eher ein bisschen schief, finde ich. Das war jetzt nicht ganz gerade, aber das hat jetzt gezielt. Seltsam. Sehr, sehr seltsam, das Ganze. Naja. So, ihr könnt auch sehen, dass die Gitter schon auch ihre Form verändern. Das ist nämlich ein bisschen fies, dieses Gitter hier. Weil das nämlich in der Lava versinkt. Oh nein! So, und für die Starcoin muss ich das hier so... Das ist ziemlich fies, sogar die Starcoin. Weil ich muss sie mir hier so holen, indem ich das Gitter oben lasse. Und dann hier noch aber wechseln zum nächsten. Auch das nach oben packen, dass ich hier rüberkomme. Also ist schon ein bisschen stressig, das Level, aber geht schon. Kann man nicht da nach oben fliegen? Das wirkt so, als würde es gehen. Nein, da ist nichts. Okay, gut. Habe ich jetzt bestimmt noch ein verstecktes Power-Up. Genau. Ist sogar ein bisschen blöd, dass man in Schlössern immer nur Tanukis bekommt. So ziemlich. Und nie Feuerblumen. Weil ich würde ganz gerne auch nochmal halt einen Koopaling per Feuerblume besiegen. Das schaffe ich jetzt hier wieder nicht. Aber ist nicht so schlimm, weil es fehlen ja noch nach diesem hier 2 weitere Koopalinge. Glaube ich. Weil hier kommt ja Ludwig. Und wer fehlt denn eigentlich noch?
Hier kommen übrigens auch Röhren, durch die man sich durchschießen lassen kann, die jeweils ein neues Design haben. Wer fehlt nach ihm noch? Lemmy fehlt noch. Der mit den Bällen. Das ist ja Lemmy, ne? Ja. Und dann noch... Und dann noch Larry sogar auch? Weiß ich gar nicht genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Ludwig hat ein sehr interessantes Prinzip bei seinem Bosskampf, finde ich. Denn man kann schon hier sich denken, was man machen muss. Man muss nämlich in die richtige Röhre rein und ihn dann abballern damit. Yay! Zählt aber noch nicht als Treffer. Er ist jetzt erst benommen und jetzt zählt es erst als Treffer. Genau, okay. Man kann sogar hier währenddessen auch sich in Sicherheit begeben, während er da in seinen Panzermodus ist, wenn man will. Und übrigens natürlich hier geht wieder mal, ne, ihr kennt ja den guten Ludwig hier 30 Sekunden lang mindestens angreifen lassen, dann ist selber was machen. Da kann ich mit Tanuki auch ein bisschen was anderes anschauen. Ich glaube, ohne Tanuki geht es sogar auch schon. Ich kann auch hier mit Wandsprung einfach den auch erwischen, ne? Ja, jetzt habe ich ihn verloren, aber es geht auch, genau. Also die Röhren muss man nicht zwingend benutzen. Man kann sie benutzen und so ist es auch gedacht. Muss aber nicht tun. Man kann auch einfach einen Wandsprung machen, wenn man will. So, und dritte Phase ist die schwierigste, weil erstmal würde er jetzt, glaube ich, nochmal mehr Dinger verschießen. Ja, auch wieder 4. Aber dafür schwingt er halt wild hin und her. Und das ist eben auch die eigentliche Art und Weise zu machen, nämlich mit den Röhren ist jetzt sehr schwierig, weil ich jetzt das richtige Timing finden muss. Was nicht einfach ist. Und dementsprechend, die Phase hier ist echt nicht so easy, wenn man es auf die reguläre Art und Weise macht. Bam, aber Volltreffer und nimmt das. Uah! Und wir holen uns den Schlüssel auf coole Arten. Achso, ich darf nicht mehr rein. Schade. Ich dachte, ich könnte mich da nach oben schießen lassen und ihn so holen. Aber na gut, dann halt nicht. Mario Number One! Wuhu! Und jetzt? Mario! Oh nein! Was sollen wir nur tun? Peach ist immer noch entführt. Aber jetzt von keinem Koopaling mehr, sondern von der Clownskutsche. Auch sehr interessant. Und sie geht auch gar nicht erst in den Turm, sondern direkt hier hin zu Bowser. Okay. So, und wir speichern mal nicht. Ne, passt schon. Gut. Und dann starten wir auch gleich mal, würde ich sagen, mit Welt 6. Welt 6 ist, wer hätte es gedacht, eine Lava-Welt. Die letzte halt, ne, ist immer so eigentlich. Und man kann sich übrigens hier auch, genau, man kann sich auch schon ein bisschen umgucken, tatsächlich. Hier mit L und R geht das übrigens, kann man sich schon mal die Welt so ein bisschen anschauen. Wie die so aussehen wird, haben wir ja gerade eben schon gesehen. Also, Lava geht uns halt, ne. Relativ standardmäßig. Gut. Dann los geht's mit Level 6.1. Und da ist die Challenge extrem schwierig. Die hat nämlich 8 Sterne. Ihr dürft keine Power-Ups benutzen und ihr müsst es schaffen, alle grauen Blöcke in dem Level zu zerstören. Und das hört sich jetzt wieder mal sehr einfach an im ersten Moment, aber das ist es so gar nicht. Na scheiße. Das ist so gar nicht, denn das Level an sich ist auch schon nicht so easy, wie wir hier sehen können. Ich habe schon jetzt Probleme hier. Denn ständig werden diese Lavabrocken herunterfallen, weil im Hintergrund die Vulkane ständig ausbrechen. Kann ich eigentlich den Powerblock noch irgendwie erwischen? Gibt es hier noch einen Käfer am Leben? Ja, nicht du, du bist ein Pickelkäfer. Ich will einen normalen Käfer haben. Da wäre, glaube ich, eh nur ein Leben drin oder so. Aber ich will es kurz testen, was ich da drin finden kann bei diesem Powerblock. Ja, ich meine, gut, da kann eigentlich gar nichts mehr sein. Weil ich habe ja die Blöcke darüber eigentlich aktiviert, oder? Ah, der ist übrigens auch noch am Leben. Okay, ich mache mal trotzdem schnell. Zack. Eine Münze. Wow, vielen Dank. Hat sich doch gelohnt. Auf jeden Fall, von welchen grauen Blöcken spreche ich eigentlich? Die werden wir jetzt dann gleich noch sehen. Die ganzen braunen Blöcke, die sind mir egal. Die könnt ihr auch einfach noch da lassen, unzerstört. Aber worum es mir geht, ist das zum Beispiel hier. Das hier, das sind die grauen Blöcke. Und die können wirklich nur zerstört werden von diesen Meteoriten. Und ihr müsst es eben schaffen, dass alle dieser grauen Blöcke dann am Ende des Levels kaputt sein werden. Und warum ist das so schwierig? Ich meine, hier, das ist ja jetzt nicht so schwer, die eigentlich hier alle kaputt zu machen. Man muss halt versuchen, den Meteoriten auszuweichen. Was schon auch nicht so einfach sein kann, das ist richtig. Das geht aber noch. Aber aufgrund einer ganz gewissen Stelle hat diese Challenge... diese Challenge 8 Sterne bekommen. Und diese Stelle werden wir dann gleich noch sehen. Das ist nämlich auch eine ganz coole Idee, was sie sich hier für dieses Level haben einfallen. Ja, es gibt hier voll viele One-Ups irgendwie, scheiße. Aber ich krieg sie trotzdem nicht. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee, die sie sich hier für das Level haben einfallen lassen. Und die dürfen wir jetzt dann gleich schon sehen. Ich will erstmal, ja, ich wollte die Fragezeichenblöcke haben. Ach Spiel, ich hasse dich. Ach man, ey. Und zwar spreche ich nämlich von, Moment, von diesem Abschnitt hier. Denn hier werden wir jetzt die ganze Zeit auf diesen grauen Blöcken fortbewegen, die natürlich zerstört werden können von den Meteoriten. Oder halt Lava, es sind ja keine Meteoriten, von den Lavabrocken halt. Und Ziel ist es halt hier möglichst schnell, habe ich eigentlich eine Starcoin verpasst schon, ne? Glaub schon. Ziel ist es eben hier möglichst schnell voranzukommen, ohne eben, dass zu viele der grauen Blöcke zerstört werden. Bei der Challenge müsst ihr aber das genaue Gegenteil machen. Ihr müsst mit Absicht etwas langsamer spielen, um es eben schaffen zu können. Ah, ist die zweite, okay, interessant. Um es eben schaffen zu können, dass alle grauen Blöcke, die hier auftauchen, zerstört werden.
Und das ist wirklich extrem, extrem schwierig, weil ich habe da jetzt noch links ganz, ganz viele übrig gelassen. Und ihr müsst euch eben immer ganz, ganz langsam vortasten und darauf achten, dass halt die Lavabrocken alle grauen Blöcke zerstören. Dann halt hier durch diesen total kaputten Pfad müsst ihr dann irgendwie weiter nach rechts kommen. Und das ist, ja, oh Gott, war das knapp. Und das ist echt überhaupt nicht einfach, weil ihr könnt auch nicht so wirklich bestimmen, wo die Lavabrocken denn hinfallen sollen. Und das, na shit, und das macht das Ganze auch dann sehr viel schwieriger. So, und hier ist übrigens die dritte, fällt mir gerade auf, genau. Nämlich hier nach oben. So. Ich dachte, das wäre ein Secret Exit, aber es ist, glaube ich, dann einfach die dritte Starcoin. Genauso ist es. Okay. Oh yeah, ich nehme mal den Tanuki hier auf der Overworld sogar, würde ich sagen, oder? Ja, passt schon. Nicht auf der Overworld eben, sondern hier im Level nochmal. Eigentlich eben, dass ich dann gleich ins nächste Level mit dem Tanuki starten kann. Ich hätte zwar auch dann den nächsten Level am Anfang einfach einsetzen können, aber passt schon. So. Dö-dö-dö-düm. Mario Number One! So, die nächste Challenge ist aber dafür sehr, sehr einfach. Dafür war die jetzt aber auch natürlich ziemlich schwierig. Die nächste wird dafür sehr viel einfacher werden, im Geisterhaus nämlich. Ich hebe mal das Pilzhaus noch auf da links, würde ich sagen, falls ich hier wieder irgendwo Mini-Mario brauche. Das ist, glaube ich, ganz cool. Das Geisterhaus ist hier übrigens ist mein Lieblingsgeisterhaus hier in NSMB 2 und sogar eins meiner Lieblingsgeisterhäuser überhaupt. Denn das ist echt ziemlich verzwickt. Und auch deswegen finde ich es umso cooler, weil die anderen Geisterhäuser bisher waren jetzt nicht so sehr verzwickt, finde ich. Da gab es am Anfang irgendwie falsche Wege oder so, oder halt Abzweigungen, die falsch waren oder so. Aber hier ist es jetzt echt total verwirrend aufgebaut. Man muss erstmal versuchen, das Prinzip des Geisterhauses zu verstehen. Und selbst wenn man es verstanden hat, ist es immer noch nicht so einfach, finde ich, da dann wirklich alles zu kriegen. Und halt auch den Secret Exit zu finden und eben alle Starcoins und halt den Aufbau eben zu verstehen. Das ist wirklich sehr schwierig hier, finde ich. Deswegen mag ich dieses Geisterhaus so gerne. Die Challenge ist aber total einfach. Die einfachste bisher, die hat nämlich nur einen einzigen Stern. Kann ich da mal verraten, ihr dürft keine Power-Ups benutzen und müsst mit eurem 3DS auf dem Kopf spielen. Ja, sowas gibt es ja auch häufiger mal bei den Challenges, dass man irgendwie den Controller auf dem Kopf halten muss. Und hier ist halt der Controller auch das System selbst, der 3DS eben. Und ihr müsst eben spielen, während ihr den 3DS auf dem Kopf haltet. Also der Topscreen wird dann unten sein und der Touchscreen wird dann oben sein. Das wird dann ein bisschen verwirrend aussehen, weil die Steuerung da natürlich auch umgekehrt ist und weil halt auch alles auf den Kopf für euch ist. Aber ist dennoch sehr gut machbar. Wenn ihr denn den Aufbau des Geisterhauses kennt, dann sollte es dennoch ganz gut machbar sein. Das braucht ein bisschen Eingewöhnungsphase vielleicht, dass man eben auf den Kopf spielen muss, aber eigentlich kann man sich da relativ schnell sogar dran gewöhnen, finde ich. Deswegen hat es eben nur einen Stern. So. Jetzt zum Geisterhaus selbst. Das ist, wie gesagt, echt ein total cooles Prinzip, haben einen echt schönen Aufbau auch. So, und zwar, ich hoffe, ich werde jetzt auch hier alles finden. Ich weiß noch nicht genau, wo Secret Exit ist und wo der normale Exit. Das wusste ich bei der Challenge auch schon nicht, aber wir schauen mal. Wir gehen auf jeden Fall mal durch diese Tür hier hindurch. So. Und landen da unten bei der Tür. Könnte man meinen. Aber, was ganz wichtig ist anzumerken, wir können hier nämlich nicht auch nicht mehr zurück. Wir sind jetzt in einem ganz anderen Raum als gerade eben. Das ist ganz, ganz wichtig anzumerken. Das merkt man an verschiedenen Dingen. Zum Beispiel dieses Pfeilschild war vorhin nicht da und der Buhu war gerade eben groß. Und jetzt ist er klein. Dann kann man merken, dass man jetzt hier in einem ganz anderen Raum ist als halt gerade eben. Und das muss man eben, muss man sich daran erinnern, dass es eben hier in diesem Level, in diesem Geisterhaus, zwei Räume dieser Art gibt, die sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind. Die aber dennoch ihre Unterschiede haben, ihre wichtigen Unterschiede. Und das ist halt echt verdammt cool gemacht, finde ich. So, hier ist zum Beispiel einfach so eine Tür, in die ich mal reingehen kann. Das ist, glaube ich, nicht arg viel, weil ich habe jetzt den leichtesten Weg genommen, den unspektakulärsten. Aber ich will euch hier wirklich alle Wege zeigen. Da kommen wir einfach nicht wieder zurück und ist es im Kreis gelaufen. Also es bringt einem nicht wirklich viel. Und jetzt sind wir wieder in Raum A. Ich nehme mal die Raum A und Raum B, dass wir immer wissen, wo wir sind. Jetzt, das ist eben Raum A, wo die ganzen Buhus groß sind. Und jetzt gehen wir in Raum B. Das ist nicht derselbe Raum, wie gesagt. Das ist jetzt ein anderer Raum. Ganz, ganz wichtig. So. Was wir jetzt nämlich machen können, ist, das ist auch verdammt cool, das wurde in Super Mario World in den Geisterhäusern häufiger mal gemacht, dass man in dieselbe Tür mehrmals gehen muss. Und das muss man hier auch machen. Denn wenn ich jetzt in diese Tür nochmal reingehe, das ist eine andere Tür als gerade eben, wir sind ja gerade in Raum B, dann komme ich durch diese Tür jetzt hier nach rechts unten, jetzt aber in Raum A. An diese Stelle wäre ich anders gar nicht wirklich hingekommen. Das ist die einzige Möglichkeit, da hinzukommen, indem man die obere Tür zweimal betritt. Denn das ist ja nicht dieselbe Tür, es sind ja zwei unterschiedliche Türen quasi. Die eine ist eben in Raum A, da kommt man in Raum B, geht dann nochmal hier oben rum und dann kommt man hier nach rechts unten immer noch in Raum A, aber dann wieder. Na, verstanden? Und das ist echt schon ein ganz cooles Rätsel eigentlich, finde ich. Und da erstmal eben den Aufbau zu verstehen, ist nicht so easy und deswegen finde ich das auch so cool. So, genau, und hier... Ich mach jetzt mal den falschen Weg und ich gehe mal hier in die Tür. Ah, da kann man gar nicht rein, okay. Aber hier ist noch etwas, denn der Buhu, der Große, der verbirgt etwas hinter sich. Und zwar einen Schalter, einen Fragezeichenschalter. Und der wiederum führt mich zu neuen Wegen. Nämlich hierhin zu einer Tür, in die man auch hindurchgehen kann. Ich glaube, das ist sogar jetzt der Secret Exit, den ich gerade nehme. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber wir müssen das Level ja eh zweimal spielen, wegen Secret Exit und normaler Exit, deswegen passt schon.
Und da oben ist noch eine Starcoin übrigens. Auch ziemlich fies. Ah, genau, da oben ist der Secret Exit, stimmt. Das dürfte er sein, glaube ich. Indem man hier ganz, ganz nach oben gehen muss. Das ist echt ziemlich fies, finde ich, hier den Secret Exit zu finden. Aber das dürfte er, glaube ich, sein. Und das ist auch, glaube ich, nicht der normale, sondern der Secret Exit, ne? Genau. Und der ist wirklich sehr, sehr schwierig zu finden. Wo ich das Level zum ersten Mal gespielt habe, habe ich das, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, bis ich ihn gefunden habe. Weil erstmal die dritte Starcoin zu finden ist schon nicht so einfach, weil man eben erstmal das Prinzip des Levels eben, wie gesagt, verstanden haben muss, dass es eben zwei alternative Versionen dieses Geisterhauses gibt, wo sich Raum A und Raum B aber dennoch halt unterscheiden und man eben es schaffen muss, in Raum A auf die rechte Seite zu kommen, was eben nur geht, wenn man in diese eine Tür zweimal hintereinander reingeht, quasi. Offen ist es ja nicht dieselbe, aber halt so irgendwie, ne? Also es ist halt am selben Ort, diese Tür. Und dann denkt man sich halt, wenn man in diesem Raum ist, okay, ich habe die dritte Starcoin, das war jetzt die ganze Belohnung dafür, dass ich das herausgefunden habe, dieses Rätsel. Aber nee, man muss noch herausfinden, dass man da ganz nach oben noch einen Wandsprung machen kann und so dann eben den Secret Exit findet. Das ist echt ziemlich fies, finde ich, wie gesagt. So. Ich möchte jetzt sogar ganz kurz nochmal an diesen Ort hin, weil ich auch wissen will, wo die untere Tür mich hinführt. Ich denke zwar einfach wieder hier in diesen Ausgangsraum zurück, aber ich möchte ganz gerne trotzdem wissen, wo genau. Deswegen gehen wir wieder in diese Tür hier quasi zweimal rein, so irgendwie. So, wieder an diesem Ort und gehen wieder kurz auf die rechte Seite. Ich meine mich übrigens erinnern zu können, dass man eigentlich auch hier nach oben gehen kann irgendwie. Ist es nicht so? Dass man da irgendwie nach oben gehen kann mit Tanuki oder so und dass da oben irgendwas ist. War das nicht so? Da können wir jetzt aber auch komplett täuschen. Ich weiß es nicht sicher, aber ich meine mich eigentlich erinnern zu können, dass man irgendwie da nach oben auf die Decke drauf gehen kann und dass dann da oben irgendetwas ist. Ich glaube sogar nicht mal eine Starcoin, weil eine Starcoin kommt, glaube ich, auch noch, die ich weiß, wo die ist, so ungefähr. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Werde ich dann vielleicht nochmal austesten, dass ich nochmal hier mit Tanuki in das Level reingehe oder so und das nochmal ausprobiere. So, wo führt mich jetzt die hin? Die führt mich einfach wieder hier zum Anfang zurück. Okay, alles klar. So, jetzt noch den einzigen Weg noch gehen, den wir noch nicht gegangen sind. Denn wir waren jetzt in Raum A schon links und rechts und in Raum B waren wir schon rechts. Wir waren aber in Raum B noch nicht links. Und das machen wir jetzt noch. So, jetzt wieder Raum B. Und das Schild zeigt uns das ja sogar freundlicherweise an, dass wir jetzt eben hier auch noch nach links gehen können und dort noch neue Sachen erkunden können. Ja, das sind jetzt Pfeile nach oben. Oder einfach halt Münzen, aber kann man auch als Pfeile deuten. Ah, genau, da geht's nach oben. Richtig, wusste ich doch. Da geht's nach oben. Wie kommt man denn da auf normalen Wege eigentlich nach oben? Ist hier eine Ranke irgendwo? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ist hier eine Ranke? An irgendeinem verdächtigen Ort? Oder soll man hier einfach einen Tanuki haben? Das ist aber auch fies, weil man kriegt ja vom Level keinen Tanuki, man kriegt ja eine Feuerblume standardmäßig. Deswegen ist glaube ich eigentlich nicht wirklich. Ich weiß auch nicht genau. Du bist wahrscheinlich auch fake, oder? Du bist fake, ja. Aber hier ist auch wieder ein Schalter, der auch wieder von einem kleinen Buhu aber diesmal verborgen wird. Weil hier in Raum B gibt es ja nur kleine Buhus und in Raum A dafür immer große, was ich auch sehr cool finde. Warum komme ich damit? Fallen hier auch Blöcke runter oder so? Nein. Das würde mich aber noch interessieren, wie ich da auch nach oben komme. Werde ich dann nochmal austesten, auf jeden Fall, wie das geht. Aber erstmal gehen wir hier nach oben. Ja, geh mal weg, bitte. Du bist sehr im Weg, Buhu. So, dankeschön. Okay. Dann komme ich hier nach rechts. Nee, auch nicht. Aber da oben ist auf jeden Fall noch irgendwas, was ich noch erkunden will. Okay. Aber erstmal gehen wir hier durch. Das dürfte jetzt der normale Weg sein, wo ich auch die zweite Starcoin finden kann. So. Da wieder zurück reingehen geht natürlich nicht. Und ich glaube, dass wir die Starcoin, ja, dafür sehen wir auch, sie auch schon, genau. So, und hier gibt es jetzt sogar nochmal einen falschen Weg, den man gehen kann. Das ist eben das Fiese, dass hier auch so viele falsche Wege gibt, die einem nichts bringen. Weil hier ist die Starcoin und man denkt sich, okay, das war die ganze Belohnung. Dann gehe ich doch jetzt mal hier wieder rein, in die Tür und gehe wieder zurück. Aber dann ist man wieder hier und ist jetzt nicht rausgekommen. Da hat man jetzt eventuell die zweite und die dritte Starcoin, also alle schon gefunden, aber man hat weder den normalen Exit noch den Secret Exit gefunden. Weil der normale Exit bei der zweiten Starcoin ist und der Secret Exit bei der dritten Starcoin. Und normalerweise gibt man sich als Spieler halt zufrieden, wenn man in einem Bonusraum eine Starcoin gefunden hat und erwartet jetzt nicht unbedingt, dass jetzt in diesen Räumen dann auch noch ein Exit versteckt ist. Egal, ob der normale oder der Secret. Und das macht das Geisterhaus auch nochmal um so viel schwieriger, aber auch um so viel cooler, wie ich finde. Also das ist echt ein verdammt cooles Geisterhaus von der Idee her, muss ich echt sagen. So. Denn wir haben gerade eben nochmal etwas anderes Auffälliges sehen können. Ich weiß gar nicht genau, wodurch das jetzt aktiviert wurde. Ob das einfach von selber irgendwann geht oder ob das durch den Schalter aktiviert wurde. Ich glaube Schalter, genau. Denn wenn wir den Schalter drücken, dann gehen diese Dinger hier runter. Aber das haben wir gerade eben noch knapp sehen können, auch diese Plattform geht nach unten. Und auf der ist nochmal ein Schalter. Und wenn ich den drücke, wird auch hier der Weg frei. Und es eröffnet sich mir eine weitere Tür. Und das ist jetzt, glaube ich, der normale Exit. Stimmt's? Genau so ist es. Und wie gesagt, das ist echt verdammt cool einfach nur, weil das hat jetzt, dieses Geisterhaus hat jetzt echt so ein Feeling wie die alten Super Mario World Geisterhäuser. Ich finde nämlich im Allgemeinen, dass die Super Mario World Geisterhäuser schwieriger und dementsprechend auch besser sind als die Geisterhäuser aus den NSMBs, weil die viel, viel einfacher sind, man sich da sehr leicht immer zurechtfinden kann, meistens, und jetzt nicht so sehr immer tausende Irrwege oder sowas hat.
Aber dieses Geisterhaus hier, das stellt eben eine Ausnahme dieser Regel dar, was ich halt echt sehr, sehr begrüße und auch verdammt cool finde, auf jeden Fall. So, ich werde jetzt sogar das Level nochmal zum dritten Mal spielen und mir jetzt auch kurz einen Tanuki holen, weil ich eben unbedingt wissen will, was noch da oben ist. Da werden zwar wahrscheinlich nur Münzen sein, weil wir haben ja alles andere gefunden, alle drei Starcoins und eben auch den Secret Exit, aber ich möchte dennoch wissen, was wir denn da oben noch finden können. Was mich auch interessieren würde, ist, ob wir in Raum A und in Raum B da nach oben fliegen können oder ob es nur in einer der beiden Versionen geht. Das kann ja auch sein. Also es gibt noch einige Fragen, die da offen sind, die ich jetzt ganz gerne noch klären wollen würde, bevor wir das Level dann gleich beenden. Oder den Part beenden, meine ich. So. Okay, müssen wir jetzt halt nur den Anfangsraum dann kurz wieder überstehen, aber der geht ja ziemlich schnell. Und dann werde ich eben sowohl in Raum A als auch in Raum B testen, ob ich links und oder rechts hochfliegen kann. Denn es gibt ja halt links eine Fläche, wo man nach oben gehen kann, auch rechts. Und bei beiden will ich das ganz gerne austesten. Und dann eben auch noch in Raum A und Raum B. Also insgesamt vier Orte will ich noch auschecken, wo man da etwas finden kann. Und ob man da etwas finden kann, will ich noch ganz gerne jetzt machen. So, erstmal hier fliegen. Wir sind gerade in Raum A. Und in Raum A kann man hier nach oben. Also die Kamera geht auf jeden Fall mit. Aber, doch, da ist etwas. Da kann man hin. Ja, Moment, das will ich kurz, wie gesagt, auschecken, was wir dort finden können. Ich bin dann gespannt, ob wir in Raum B da eben auch noch was finden können. Aber erstmal jetzt Raum A, linke Seite. Und das sind Münzen und... Okay, das ist interessant. Hier in diesem Fragezeichenpilz ist nichts drin. Dann würde ich einfach mal vermuten, dass dann in Raum B dort etwas drin ist, oder? Und zwar ein One-Up halt wahrscheinlich. Also würde mich jetzt echt noch interessieren eben. Finde ich auch schade, dass sie da oben keine Starcoin versteckt haben. Aber kann ich auch andererseits verstehen, denn man kriegt eben, wie gesagt, als Haupt-Power-Up von dem Level eine Feuerblume und kein Tanuki. Und das wäre ein bisschen fies. Ach, hier ist der unsichtbar. Ah, das ist cool. Das ist auch total cool, finde ich. Also ich liebe sowas in Videospielen. Wenn es immer zwei verschiedene Versionen eines Levels oder einer ganzen Welt gibt, man nehme ja auch A Link to the Past oder irgendwie sowas oder irgendwelche anderen Spiele, wo es immer zwei verschiedene Versionen einer Welt gibt, sowas liebe ich immer total. Und auch wenn es jetzt nicht auf die ganze Welt bezogen ist, sondern nur auf ein einziges Level in einem Mario-Spiel, wird es trotzdem auch sehr schön. Also das ist echt immer total, ja, ist echt fast verloren. Total cool gemacht. Und hier geht's nicht nach oben, offenbar. Hier auf der rechten Seite. Ne, da, okay, da war ich jetzt auch, ich bin auch jetzt gar nicht hochgeflogen. Weil, also nicht weit auf jeden Fall, weil, ja, fuck, weil da oben offenbar eine Decke auch im Weg ist, die außerhalb des Bildschirms eben so ein bisschen ist. Also hier ist nichts mehr. Okay, alles klar. Aber das möchte ich natürlich dann auch noch ganz gerne in Raum A testen, auf der linken Seite. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz, auf der rechten Seite meine ich. Hier rein, jetzt sind wir wieder in Raum A. Und jetzt noch kurz die rechte Seite auschecken, weil vielleicht ist ja da noch etwas zu finden. Ich glaube es zwar nicht, aber wäre ganz cool. Nein, auch hier geht die Kamera nicht mit. Und auch hier ist, glaube ich, nichts. Ich check mal trotzdem noch mal kurz die rechte Seite auch aus und schau, ob wir da was finden können. Aber ich glaube jetzt eher nicht. Nein, okay. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass halt doch da auf der linken Seite irgendwo Ranken versteckt waren oder sowas. Und man doch da auch ohne Tanuki hochkommen kann. Aber ich habe keine Möglichkeit dafür gefunden, weil ich finde hier keine. Ich bin ja ein bisschen durch die Gegend gesprungen. Aber ich habe nichts gefunden, was unsichtbare Blöcke angeht. Das sind zwar Münzen, die auftauchen, die mir anzeigen, dass man da nach oben gehen kann, aber... Ohne Tanuki ist es halt schwierig. Nee, finde ich nichts mehr. Na gut. Dann verlassen wir das Level einfach, würde ich sagen, über zurück zur Karte. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich also sagen, was hier für diesen Part von Let's Play New Super Mario Bros. 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird. Mit den nächsten drei Leveln hier aus Welt 6. Da werden wir dann Level 6.2, 6a und 6.3 spielen. Genau. Und beim nächsten Mal kommen dann auch wieder eigentlich relativ schwierige Challenges sogar auf uns zu. Vor allem eine ist wieder ziemlich schwierig. Ich meine, heute hatten wir auch schon eine sehr schwierige, nämlich halt die aus 6.1. Aber dafür auch eine sehr, sehr leichte, nämlich die eben aus 6 Geisterhaus. Aber beim nächsten Mal werden aber alle etwas schwieriger werden und gerade eine haut wieder ein bisschen mehr rein. Aber ich kann ja schon mal verraten, 16 Sterne gibt es beim nächsten Mal insgesamt. Also schon wieder einiges. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.